zerstören. Das ist der Grund, warum wir heute feiern. Es freut mich sehr, dass Sie alle aus nah und fern so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Und es ist Ihr Abend von den Mitarbeitern und Ihr Abend von den lieben Kunden und von den Gästen. Ich freue mich, dass wir uns gemeinsam die Zeit nehmen. Ich freue mich auch, dass heute Abend verschiedene Vertreter aus der Politik und aber auch von den Verbänden heute Abend hier nach Rottenacker gekommen sind. Ich bin heute also gerne gekommen, um gemeinsam mit Ihnen das 50-jährige Bestehen Ihres Unternehmens, liebe Familie Stier, zu feiern, die auch in Zukunft bei der Spedition hier und heute ein- und ausgehen, wünsche ich alles Gute, Gottes Segen und möglichst immer den Fahrern unfallfreies Zurückkommen von ihren Touren. Herzlichen Dank. Herr Karl Hauler, an dieser Stelle Bühne frei für Sie. Wir feiern heute, ich denke, das ist ja in dem Film sehr gut rübergekommen, mit einer aufstrebenden Firma, die allein seit dem Umzug nach Rottenacker im April 2008 ihre Mitarbeiterzahl verdoppelt hat, ebenso wie die LKW-Flotte, die draußen so imposant aufgeparkt ist. Ich habe hier einen Gutschein für ein paar Quadratmeter Gewerbefläche drin. Und jetzt kommt's. Je höher wir beide den Kaufpreis verhandeln, umso mehr wert wird der Gutschein. Liegt es jetzt an dir, ob du ein spärliches Geschenk kriegst oder richtig gutes? Lieber Herr Stör, ganz besonders erfreulich ist, dass Sie seit vielen Jahren nicht nur hier in der Region gesicherte Arbeitsplätze anbieten, sondern nach wie vor vorbildlich ausbilden. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin den unternehmerischen Erfolg, den Sie sich redlich verdient haben. Und wünsche zum Schluss weitere 50 erfolgreiche Jahre. Dankeschön. Kontinuität, Engagement und Verlässlichkeit. All diese Eigenschaften treffen auf die Firma Stör zu. Als Dank und Anerkennung darf ich zum Abschluss an Stör die Ehrenurkunde der IHK Ulm-Bereich wie folgenden Wortlaut hat. Die Industrie- und Handelskammer verleiht diese Urkunde in Anerkennung der unternehmerischen Leistung und in Würdigung des Beitrags zur Wirtschaft und Entwicklung der Region. Vielen Dank. Liebe Erwin-Mitfamilie, liebe Festgäste, wer hätte das gedacht, dass sich unser kleines Nahverkehrsunternehmen in 50 Jahren so mächtig entwickelt hat. Weil wir wachsen nicht in den Himmel. Du hast ja eine gute Ausbildung und die Sache gut im Griff. Meine lieben Gäste, alles, was die Spedition Stör seit ihrer Gründung erreicht und geschaffen hat, nämlich die Entwicklung vom Vorunternehmer zum modernen Logistikdienstleister, möchte ich heute mit einem Drehen eines Filmes vergleichen. Alles begann vor 50 Jahren. Ohne meine Eltern, Karl und Anna Stör, die den Mut hatten, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, hätte es für diesen Film überhaupt kein Drehbuch gegeben. Nicht zuletzt möchte ich mich ganz herzlich bei meinen beiden Co-Regisseuren bedanken. Das sind meine Frau Steffi und mein Bruder Markus, die mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Enthüllt dieses Geheimnis. Schiffe, Flugzeug und auch die Eisenbahn. Und aus diesen Vorgaben sollte er irgendwas kreieren. Und ich denke, also es ist wirklich hervorragend gelungen. 50 Jahre Erfolg in der Speditions- und Logistikbranche bedeutet 50 Jahre erfolgreich im Team. Aber jedes Team will auch geführt sein und ein Teamgeist vorgelebt werden. Für das Vordenken dieses Teamgedankens und für eure stets offene und unkomplizierte Art
bedanken wir uns bei euch von Herzen. Spedition Stör, ein tolles Team, hierfür unterschreiben wir hier. Also, tipptopp Geschenk, also wir sind mehr als begeistert. Ohne Worte. An dieser Stelle bleibt mir nur noch eines zu sagen. Lassen Sie diesen Abend gebührend ausklingen, feiern Sie diese 50 Jahre Spedition Stör. Lassen Sie es so richtig krachen, dass auch die Tradition der Feste weitergelebt wird. Einen schönen Abend und an der Stelle, glaube ich, ist es Erwins Aufgabe, das Buffet zu eröffnen. Jetzt haben wir euch lange auf die Folter gespannt. Ich werde sagen, ich bin jetzt der Startschuss. Auf die Plätze, fertig, los.